Nächste Saison könnten in der dritten Liga insgesamt 4 Münchner Vereine spielen. Türkgücü München steht aktuell auf dem 2. Tabellenplatz in der Regionalliga Bayern und ist somit auf Kurs in Richtung Profifußball. Der TSV 1860 München ist dort zwar schon angekommen, spielt aber auch in dieser Saison mal wieder gegen den Abstieg. Daniel Stock über die beiden Münchner Vereine. Der TSV 1860 hat die Länderspielpause gut genutzt. Die Münchner Löwen gewinnen im Toto-Pokal gegen Bayernligist TSV 1865 Dachau und ziehen ins Viertelfinale ein. Dort empfangen die 60er am 3. Oktober die Spielvereinigung Unterhaching. Ein weiterer Sieg gelingt dem TSV im Testspiel gegen den österreichischen Zweitligisten FC Wacker Innsbruck. Nun heißt es nachlegen. Nach 2 Wochen Pause in der 3. Liga empfangen die Löwen am Samstag den FC Carl Zeiss Jena. Im Duell mit dem Tabellenletzten geht es für den TSV 1860 um wichtige Punkte. Nach 7 Spieltagen steht der TSV auf Platz 14. Nur 2 Punkte trennen die Löwen von einem Abstiegsplatz. Unbeirrt geht Türkgücü München den Weg Richtung Profifußball weiter. In der Regionalliga Bayern besiegen die Münchner mit 4:1 den TSV 1860 Rosenheim. Besonders erfolgreich ist dabei Patrick Hasenhüttl, der gleich 3-mal trifft. Es sind seine Saisontore 5, 6 und 7. Der Aufsteiger steht aktuell auf dem 2. Platz. Bereits 7 Siege haben die Münchner eingefahren. Dazu kommt ein Unentschieden und 2 Niederlagen. Schmerzlich ist das Ausscheiden im bayerischen Toto-Pokal. Dort unterliegt Türkgücü München mit 2:3 gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Nun konzentriert sich alles auf die Regionalliga. Bis zum Spitzenreiter Schweinfurt fehlen Türkgücü 3 Punkte. Kommendes Wochenende ist der VfB Eichstätt zu Gast. Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr im Sportpark Heimstetten. Und zu Gast im Studio sind jetzt Dennis Dressel, Mittelfeldspieler des TSV 1860 München, und Patrick Hasenhüttl von Türkgücü München. Servus ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Servus. Türkgücü München hatte am Wochenende noch ein Spiel. Ihr wart spielfrei. Wie hast du denn ein freies Wochenende verbracht, Dennis? Das Wochenende konnte man dank des Siegs gegen Chemnitz ein bisschen entspannter angehen, ein bisschen runterschalten, einfach mal entspannen und die nötige Energie wieder sammeln fürs nächste Spiel gegen Jena, damit wir da wieder voll angreifen können. Für euch hatte das Spiel am Wochenende aber auch was Positives. Ihr habt 4:1 gegen Rosenheim gewonnen, speziell für dich. Dreierpack, erster Dreierpack deiner Karriere? Ja, auf jeden Fall. Im Herrenfußball war es mein erster. In der Jugend habe ich sicher mal einen gemacht irgendwann, aber im Herrenfußball war es mein erster, ja. Ja, dann Glückwunsch. Dazu passiert ja auch nicht alle Tage. Nee. Ihr steht aktuell auf dem 2. Tabellenplatz in der Regionalliga Bayern. Wenn es dabei bleibt bis zum Saisonende, reicht es trotzdem nicht zum Aufstieg in den Profifußball in die 3. Liga. Ist da ein bisschen Druck dabei in jedem Spiel? Weil man darf ja keine Punkte irgendwie leichtfertig herschenken. Die Schweinfurter Tabellenführer, die geben auch keine Punkte ab. Ja, nee, Druck hat man immer im Fußball, egal ob man jetzt aufsteigen will oder gegen Abstieg spielt. Aber ja, wir wollten vor der Saison, wie gesagt, wir wollen oben mitspielen. Das ist uns bisher gelungen. Haben jetzt die letzten Spiele, sind wir immer besser in Fahrt gekommen, bringen das auf den Platz, was wir bringen wollen. Natürlich macht es um Schweinfurt jetzt nicht einfach, aber wir schauen da von Spiel zu Spiel und versuchen unsere Leistung zu bringen. Und die bringt ja auch momentan ganz ordentlich, Tabellenplatz 2, wie schon gesagt. Dennis, das sind aber Probleme, oder? Bei euch sieht es da ganz anders aus. Tabellenplatz 14, nur 2 Punkte bis zu den Abstiegsplätzen. Jetzt gerade du als junger Spieler bei so einem Traditionsverein, ist es mehr Motivation, dass du sagst, okay, du gibst jetzt ordentlich Gas bei so einem Verein, oder lähmt es dann schon auch ein bisschen, weil ja doch viel mehr Leute auf dich schauen? Nee, also ich denke, vor allem die Fans bei so einem Traditionsverein sind der Wahnsinn und sowas spornt dich einfach nur mehr an, jede Woche wieder Vollgas zu geben. Vor allem jetzt die Heimspiele auch, wenn 15.000 da sind und dich anfeuern, das gibt dir nur nochmal zusätzliche Motivation, dass du dich reinhaust. Also es pusht dich eigentlich. Es pusht mich, genau. Und ja, jetzt finde ich, kann man noch nicht so viel Anfang der Saison sagen. Die Saison ist noch lang und mal schauen, was die noch so bringt. Patrick, du bist Top-Torschütze bei Türkgücü, jetzt mittlerweile 8 Treffer schon erzielt in 10 Spielen. Bist du auf den Dennis ein bisschen neidisch, dass er es schon im Profifußball geschafft hat? Ja, natürlich ist er da, wo ich auch hinkommen will. Das ist mein Ziel, dass ich nächstes Jahr bestmöglich aus der Liga rauskomme. Aber ich bin auch trotzdem glücklich da, wo ich gerade bin. Ich fühle mich wohl, ich spiele in einer super Mannschaft, ich spiele super Fußball. Also
ich fühle mich auch wohl, wo ich gerade bin. Qualität ist auf jeden Fall bei euch durchaus auch enorm durch die Einzelspiele. Jetzt bist du aus Ingolstadt neu dazugekommen. Wie bekannt war denn für dich oder war für dich Türkgücü München davor schon ein geläufiger Begriff? Ja, ich habe es im Jahr davor. Das erste Mal hatte ich Türkgücü so ein bisschen auf dem Schirm. Davor ehrlich gesagt noch nicht. Aber auch im Jahr davor haben sie dann schon Spieler aus der Regionalliga Bayern geholt, wo man dann auch dachte, okay, da holt jetzt ein Bayernligist Spieler aus der Regionalliga, natürlich noch aus meiner Heimat München. Deswegen seit ungefähr 2 Jahren ist mir der Verein so richtig im Begriff. Türkgücü München klingt jetzt nicht unbedingt münchnerisch oder deutsch, sondern eher türkisch stämmig. Du bist aber einer der wenigen Ausländer, kann man sagen. Wie fühlt man sich denn als Ausländer in der Mannschaft? Ja, wir haben ja nur 2 Ausländer in der Mannschaft, das ist mit mir und dem Massa. Aber ja, wir haben, das ist ja eben das, man denkt immer, bei Türkgücü spielen nur Türken, aber wir haben, glaube ich, nur 6 türkischstämmige Spieler generell, also sonst eigentlich nur Deutsche. Und das ist dann immer der Irrglaube, den viele haben. Dennis, wie ist es denn bei euch? Nehmt ihr Türkgücü jetzt schon wahr? Weil es ja doch irgendwie so ein bisschen Phönix aus der Asche. Auf einmal ist dann Verein, der im Profifußball hier will in München und auch euch auf Dauer vermutlich Konkurrenz machen will oder vielleicht sogar wird. Ja, also ich denke, Türkgücü nimmt man auf jeden Fall wahr in München. Ist ja ein Münchner Verein. Sie spielen ja auch ab dem neuen Jahr 2020 im Grünwalder Stadion auch. Sie haben jetzt riesen Ambitionen, da auch in die 3. Liga aufzusteigen, sind da auf einem guten Weg und die nimmt man natürlich wahr, ja. Die haben ja auch viele Spieler jetzt hier auch aus der Region auch schon mal überlegt oder war schon mal ein Kontakt da? Von Türkgücü jetzt? Dazu will ich jetzt nichts sagen. Patrick, dein Papa ist bekannter Trainer, war in Leipzig, in Ingolstadt, jetzt ist er in Southampton. Wenn du weiter so knippst, wäre dann irgendwann mal der Gedanke, dass er dich nach England holt? Ja, ich glaube, da kann ich in der Liga so viele Tore machen, wie ich will, da wird es nicht reichen. Mein Ziel ist es eher, wie gesagt, schon in die 3. Liga erstmal zu kommen und dann das erste Mal in der professionellen Liga zu spielen in Deutschland. Und jetzt da schon so dran zu träumen, mal in der Premier League oder woanders zu spielen, das ist noch in weiter Ferne. Dennis, für dich, du als junger Spieler in der besten Liga der Welt, irgendwann mal zu spielen, Premier League? Ja, ich glaube, die Premier League ist sogar die beste Liga in der Welt und wird geiler Fußball gespielt. Also ist, glaube ich, von jedem Spieler der Traum, da mal eines Tages zu spielen. Dann wünsche ich euch im Verein, aber auch für eure persönlichen Ziele alles Gute. Schön, dass ihr da wart. Danke. Danke.